Guten Morgen! Ich möchte euch einmal wirklich ganz einfach die 10 Regeln einer gesunden Ernährung vorstellen. Zumindest wie sie aus meiner Sicht sich darstellen. Diese Regeln haben sich aus 37 Jahren praktischer Erfahrung und den aktuellen wissenschaftlichen Tendenzen ergeben. Ich selber habe seit ich Jugendlicher war mich zwangsläufig mit der Ernährung beschäftigt und habe zeitlebens versucht, einen Zugang zu einer gesunden Ernährung zu finden, und jetzt nach 37 Jahren bin ich endlich das erste Mal komplett zufrieden und ich fühle mich wohl mit meiner Ernährung. Daher mal meine Erfahrung im absolut Kurzformat, die 10 Regeln einer gesunden Ernährung. Die erste Regel: Bevorzuge pflanzliche Kost. Seit ich mich pflanzlich ernähre, fühlt sich mein Körper befreit und er bekommt das, für was er auch physiologisch geschaffen wurde. Kleiner Mund und Backentaschen, muskulöse und raue Zunge, ein beweglicher Unterkiefer, der mahlen kann, Speichel zur Vorverdauung und ja, einen langen Darmtrakt, nur um einige zu nennen. Die gesamten physiologischen Merkmale von Pflanzen und Fleischessern findet ihr auch im Buch von Leitzmann, wo es darum geht, eben zu ergründen, was für eine Ernährung physiologisch für uns die ist, für die unser Körper designt wurde. Dieses Buch habe ich euch unten verlinkt, das nennt sich Vegetarische Ernährung von dem Herrn Dr. Leitzmann. Wie gesagt, es ist vegetarische Ernährung und nicht vegane Ernährung, aber die zugrunde liegenden Informationen, wo es darum geht, pflanzliche versus tierische Kost, die sind sehr, sehr interessant in dem Buch geschildert worden, und ich habe da auch schon eine Rezension gemacht, die tue ich euch oben in die Infokarten verlinken, aber das Buch direkt unten in der Infobox. Die zweite Regel: Vermeide Fertiggerichte. Aufgrund der vielen auch nicht deklarierungspflichtigen Zusatzstoffen haben die Fertiggerichte nichts mehr zu tun mit natürlicher Nahrung, sondern sind vom Menschen designte Lustfallen, die auch aufgrund der Komplexität der künstlich zusammengefügten Moleküle viel schwerer vom Körper als Nahrung, als Lebensmittel identifiziert und auch verarbeitet werden können als industriell unverarbeitete Nahrung. Die dritte Regel: Maximiert den Anteil der Rohkost. Der Prozess des Kochens findet in der Natur, also der Instanz, aus der wir entstanden sind, nicht statt. Beziehungsweise die Natur ist das, wie wir physiologisch funktionieren. Wir sind Natur. Daher ist es optimal, die Dinge so naturnah, so nah an uns wie nur möglich zu verzehren. Weiterhin ist die Rückmeldung, das kann ich aus meiner Erfahrung sagen, seit dem Umstieg auf die Rohkost, was die Quantität und auch die Qualität der aufgenommenen Nahrung angeht, durch die Rohkost für mich unbestritten am besten. Die vierte Regel: Nahrungsmittel dienen der Bekämpfung des Hungers. Das bedeutet, wir essen, wenn wir hungrig sind. Und es ist in unserer Gesellschaft überhaupt nicht notwendig, auf Vorrat zu essen. Weiterhin sollten geistige Probleme direkt bekämpft werden und nicht versucht, bewusst oder unbewusst durch das Essen diese geistigen Probleme in irgendeiner Weise zu kompensieren. Die fünfte Regel: Es sei abwechslungsreich. Es ist nicht notwendig, ständig bei Chronometer jeden Tag abzuchecken, ob man alle Nährstoffe zu sich genommen hat. Es ist vollkommen ausreichend, ein Grundgefühl für die Nahrung zu bekommen, indem man sich vielleicht am Anfang informiert. Und wenn man natürlich ganz natürlich aufwächst, dann fällt dieser Schritt auch weg. Aber ich rede jetzt für die Menschen, die halt in unserer Gesellschaft aufgewachsen sind. Und da ist es sinnvoll, sich am Anfang durchaus mal zu informieren, auch über Chronometer, die Nährstoffe ungefähr, was Lebensmittel für eine Nährstoffbilanz, also Mikronährstoff- und Makronährstoffbilanz haben, und dass man ein Gefühl auch dafür etwas entwickelt. Aber nicht Chronometer nimmt, um seine Ernährung gesund zu gestalten, nur ein Grundgefühl zu entwickeln. Ja, und dann einfach abwechslungsreich isst und dann eben auch weiß, dass man dann halt eben alle Mikronährstoffe, die man braucht, irgendwo auch mal aufgenommen hat. Sechstens: Für eine gute Verdauung ist Bewegung, vorzugsweise an der frischen Luft, sehr wichtig. Es muss kein Sport sein, sondern es reicht schon der berühmte Verdauungsspaziergang. Aber man muss auch nicht nach jedem Essen zwangsweise ein paar Runden drehen. Einfach über den Tag verteilt ausreichend Bewegung in den Alltag integrieren. Vor allem laufen und nicht sitzen. Zum Sitzen habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Wir haben unsere Füße, die wir
von der Natur geschenkt bekommen haben, zum Laufen erhalten. Und das Laufen, das hat diverse Vorteile gegenüber allen anderen Sachen, angefangen von der, also allen anderen Positionen, in denen wir uns bewegen können, das heißt stehen, sitzen, liegen, angefangen von der, ja, von der Stimulation des Blutkreislaufs durch die Wadenmuskelpumpe bis eben zur Anregung der Verdauung. Also Bewegung, insbesondere Laufen, also Laufen im Sinne von spazieren gehen, vielleicht ein bisschen schneller, Walking, wunderbar, ist die 6. Regel. Die 7. Regel einer gesunden Ernährung: Nimm die Mahlzeiten in einer angenehmen Atmosphäre ein oder verzichte auf die Mahlzeiten. Nur wenn man während der Mahlzeit ein positives und auf die Nahrung eingestimmtes Mindset hat, dann wird die Nahrung auch am besten aufgenommen. Wenn Stressfaktoren einen direkt in der unmittelbaren Umgebung des Essens belasten, dann sollte der Körper nicht noch mit der Aufnahme von Nahrung und damit einem forcierten Stoffwechselvorgang belastet werden. 8. Nicht nur eine positive Atmosphäre, sondern auch die Konzentration auf das Essen ist für eine gesunde Ernährung sehr wichtig. Jede Ablenkung durch Internet, Zeitung, intensive Gespräche und Fernsehen fordert den Körper und insbesondere die Rückmeldung der Nahrung wird wesentlich zeitversetzter wahrgenommen. Man isst also weit mehr als der Körper in dem Moment möchte und braucht, weil die Konzentration auf die Tätigkeit während des Essens viel dominanter wahrgenommen wird. Die 9. Regel: Ist weder zu heiß noch zu kalt. Gerade heißes Essen ist bei sehr vielen Menschen Standard. So eine heiße Suppe, gerade im Winter, wo man noch pusten muss, damit man sie überhaupt in den Mundraum aufnehmen kann, erfreut sich immer noch großer Beliebtheit. Obwohl diese heiße Nahrung die Magenschleimhaut angreift und entsprechend für schwerwiegende Krankheiten mitverantwortlich ist, nehmt die Nahrung wohltemperiert zu Euch. Und die 10. Regel: Achtet auf ein entspanntes Mindset. Lasst Euch also von den Regeln nicht verrückt machen, sondern seht sie als eine Tendenz an. Das bedeutet, auch wenn 100% Rohkost die für mich persönlich erfahren gesündeste Ernährung ist, so bedeutet das nicht, dass man nur zufrieden sein kann, wenn man die 100% erreicht, sondern man maximiert anhand seiner Lebensumstände und Einstellungen den Anteil der Rohkost mit dem Wissen, dass sie die gesündeste Lebensform ist. Ich sage das immer wieder, das ist meine Erfahrung und ausgehend von den wissenschaftlichen Studien und Forschungen, die man zu lesen bekommt im PubMed, ist die vegane, vollwertige, fettarme Rohkost die derzeit gesündeste Ernährungsform. Wenn man nicht immer eine angenehme Atmosphäre schaffen kann, weil zu Hause zum Beispiel der verhasste Partner oder auf Arbeit die bösen Kollegen zugegen sind, dann versucht man eben wenigstens vielleicht einmal am Tag dieses irgendwo in einer ruhigen, harmonischen Ecke für sich zu generieren und sein Essen zu nehmen. Also auch da gilt, nicht verrückt machen lassen, die 10. Regel, weil es ist nicht immer möglich, das zu 100% und absolut zu bewerkstelligen. Also die Regeln bieten eine von mir evaluierte Grundtendenz und die Regeln sind die Essenz aus meiner 37-jährigen Erfahrung. Ich verkaufe damit kein Produkt und ihr könnt Euch zu 100% auf die Ehrlichkeit dieser Aussagen verlassen, dass das meine Überzeugung ist. Das ist meine persönliche Grundbasis einer gesunden Ernährung. Ich fasse das noch einmal ganz kurz zusammen. Also erstens pflanzlich, zweitens keine Fertiggerichte, drittens Rohkost, viertens essen wenn Du Hunger hast, fünftens abwechslungsreich essen, sechstens täglich bewegen, siebtens angenehme Atmosphäre, achtens Konzentration auf das Essen, neuntens wohltemperiertes Essen zu sich nehmen und zehntens zufrieden mit seinem Leben sein und die Regeln nicht zu verbissen sehen, sondern diese kennen und dann bewusst dafür entscheiden, ob man sie in seine Ernährung und in welchem Grade inkludieren möchte. So, ich hoffe, ich konnte heute wirklich mal kurz und knackig, wie es sich vor YouTube gehört, informieren und und ich denke mal, das Video wird wieder eines derer werden, die ich dann, wenn die Frage an mich herangetragen wird, was für eine gesunde Ernährung wichtig ist, dann einfach verlinken kann. Was generell für eine perfekte Gesundheit wichtig ist, die ja weit über die Ernährung hinausgeht. Darüber habe ich ja schon mal ein Video gemacht und das findet ihr oben in den Infokarten. So, nun wünsche ich Euch noch einen wunderschönen und gesunden Tag und dass ihr diesem Tag die Chance gebt, der Beste Eures Lebens zu werden.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann wisst ihr, mit jedem Daumen und jedem Kommentar zeigt ihr YouTube, dass euch das Thema gesunde vegane Ernährung interessiert und forciert den Veganismus auf dieser Welt. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.